Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News und machen jetzt aber Let's Play This War of Mine und wir sind zurück vom erfolgreichen Raubzug. Das war ja noch in der letzten Folge der Fall gewesen und können jetzt endlich die Säge bauen. Darauf bin ich echt froh. So, hier mal ein bisschen mit der Kleinen quatschen, ne? Wen sie gerne quatschen will. Das müssen wir immer machen, wenn wir morgen zu Hause kommen. Erstmal mit der Kleinen reden. Ich habe ein Rätsel für dich, Kalina. Hat man das nicht schon? Dann können wir mal hier unten. Bruno kann mal hungrig und müde, aber mal kurz hier zu Ende bauen. Bruno. Hier ist ein bisschen Arbeit liegen geblieben. Da hat uns die Nacht überrascht. War ja fast fertig. Dann kannst du auch ins Bett gehen. Ups. Ins Bett mit dir, Bruno. Pavle hungrig, Kalina hungrig. Katja. Katja kann jetzt auch ins Bett gehen. Und Pavle, du kannst jetzt eine Säge bauen. Bau eine Säge, mein Junge. Herstellen. Sehr schön, endlich eine Säge. Ich weiß ehrlich gesagt schon wieder gar nicht mehr, schon wieder 4, 5 Tage her, als ich gespielt habe, in welches Haus ich wollte, aber wenn wir schon herausfinden, die Nacht, das merkt man dann schon. So, Säge können wir machen. Upgrade kann man natürlich nicht machen, dafür fehlt uns ja relativ viel. Sage ich mal, Säge, Brecheisen. Oh, sogar eine Pistole könnten wir bauen, wenn wir wollten. Messer. Eine Schrotflinte sogar. Und ein Helm. Oh, dann könnte ich denjenigen, der rausgeht, sogar mit Helm losschicken. So, was haben wir hier jetzt noch? Ein Stuhl könnten wir bauen. Eine Gitarre. Eine Spielzeugkiste. Eine Schaukel. Ach, verstärkte Tür, das geht ja auch. Fehlen auch nur noch 10 Holz für. Ach, ich will eine Axt, will ich haben. Verfluchte Axt nochmal, ne? Eine Axt wollte ich haben. Fällt mir gerade dabei ein wegen dem Holz hier. Oh, und ich kann sogar einen Thermoregulator bauen. Das mache ich gleich direkt. Den baue ich gleich direkt, dann bevor ich noch die Teile woanders für hernehme. Weil ich habe nämlich erfahren gehabt, ich glaube von DK war das gewesen. Ich glaube DK oder war Steffi gewesen. Einer von beiden hat mir nämlich gesagt gehabt, dann brauche ich nämlich im Winter nur einen Ofen, wenn ich einen Thermoregulator habe. Also bauen wir den einfach mal sofort. Dann komme ich gar nicht in Verlegenheit, das woanders für ausnutzen. Ah, sie spielt unten auf der Schaukel und ist glücklich und zufrieden. Das ist auch gut. So. Ach, sie ist ja wirklich richtig happy und froh, die Kleine, ne? Ach, ich kann auch einmal ein bisschen klassische Musik spielen. Klassische Musik war ja... Ah, nicht hoch, Pavle. Ey, hey, hey, nicht so zügig, mein Junge. Da ist das Radio, da willst du hin. Okay, wir haben keine Vorräte in der Stadt, jemals kaum. Noch mehr Gräueltaten vom Militär. Den Wetterbericht können wir uns anhören. Der war, glaube ich, hinten irgendwo. Da ist die Musik, die spielen wir gleich. Angenehm warm. So, lassen wir mal die Musik laufen. Kleine zweite am Spielen. Jetzt sind unsere Medikamente. Ene mene Mister, ist rapid in der Kiste, genau mein Engelchen. Was können wir hier unten noch so bauen? Wir könnten einen Kräutergarten bauen. Weil wir brauchen natürlich auch ganz viel Holz. Eine Kräuterwerkstätte, die haben wir ja schon. Ein Destillateur, dafür bräuchten wir auch nur noch ein bisschen Holz. Um Alkohol herzustellen. Alkohol herstellen ist natürlich auch geil, ne? Weil wie gesagt, dann können wir nämlich das Zeug tauschen, weil ich werde nämlich jetzt mal versuchen, so nach und nach aufzuhören, bei dem Händler an der Tür zu kaufen, weil wir alle wissen, der nimmt ein Schweinegeld.
Und deswegen, ja, deswegen kaufe ich gerne bei ihm. Aber wir brauchen noch weiter Materialien ohne Ende, sehe ich hier. Jetzt haben wir die Säge und können die Nacht eigentlich damit losgehen. Gibt es hier noch irgendwie was, was wir hier in der Kräuterwerkstatt vielleicht herstellen wollen? Gucken wir mal ganz kurz rein. So, Drehtabak-Zigaretten könnten wir bauen. Machen wir ruhig. Stellen wir ruhig 20 her, was soll's, dauert 5 Stunden, herstellen. Drehtabak-Zigaretten sind, glaube ich, jetzt nicht so ein gutes Tauschmaterial. Also sowieso erst dann, wenn Zigaretten teuer werden, das kommt dann in den Nachrichten. Das kommt bei uns rein. Und dann nehmen wir die halt auch zum Tauschen und wie gesagt, nicht für den Händler hier an der Tür. Ich muss auch gleich mal gucken, wie viele Raucher wir nochmal hatten. Das kann ich ja machen, während ich hier Kalina... Oh, Katja, wenn du müde bist, wieso bist du nicht im Bett? Habe ich dich nicht ins Bett geschickt? Kalina, Katja meine ich natürlich. Ich habe dich auch ins Bett geschickt, Engel. Hast du das vergessen? Bruno, du könntest mal was tun. Was wollte ich gerade machen? Das wollte ich machen, genau. Ich wollte gucken, ein paar Gedanken, unsere Sachen. Wir haben 4 Kippen davon, 20 Drehtabakzigaretten, 5-mal Kaffee, 5-mal Kräuterzeug, 7-mal Essen, 3-mal Düngemittel. Ja, wir brauchen einen Kräutergarten. Ja, ich hoffe, dass wir auf der nächsten Runde heute Nacht genug 2 Messer haben wir, dass ich auf der nächsten Nachtreise genug mitbringe. An Kram. So, ich weiß es nicht. Ich würde es gerne normalerweise zur Nacht springen, weil wir tun jetzt hier einfach gar nichts mehr, außer dumm rumstehen. Und das ist ja jetzt nicht so super sahne spannend. Wir haben was zu essen. Keine Leute. Keine Sorge. Keine Leute. Keine Sorge. Morgen gibt es wieder Essen. Heute ist ein schlechter Tag zum Essen. Habe ich 5 Waffenteile und jetzt brauche ich eine Pistole. Ach, ich baue die jetzt, oder? Können wir uns noch besser wehren, falls wir überfallen werden? Ich werde die nicht mitnehmen auf den Raubzug. Jedenfalls erstmal nicht. Ich werde nochmal probieren, die beiden Orte aufzusuchen, die ruhig waren und wo ich bei beiden Orten nur mit Säge weiterkam. Und ich glaube, sogar Säge und Brechstange befürchte ich, werde ich mitnehmen müssen. Was hat sie mit der Ratte? Onkel, ich habe gerade die größte Ratte gesehen, die es gibt. Komm, ich zeig sie dir. Onkel baut aber gerade. Ich kann ihr sowieso nur Sachen geben. Ah, ich schaue sie mir später an, sagt er schon von alleine. Okay, in Ordnung. So, dann können wir jetzt den Tag beenden. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich echt noch finde, wo ich wohin wollte mit meiner Säge. So, die Litsche schläft im Bett natürlich. Pavlik schläft beim Kind, das ist in Ordnung. Katja geht plündern. Und Bruno hält Wache. So, jetzt guck mal hier. Verlassenes Haus? Nein, zerstörter Wohnblock. Eine Menge Materialien. Das ist gut. Da habe ich 74%. Habe ich das schon leer gemacht, aber es steht immer noch eine Menge Materialien da. Was ist hier mit der Autowerkstatt? Vorsicht ist geboten. Geplünderte Tankstelle. Die haben ja viel. Viel und keine Gefahr. Da war ich noch nicht. Die ist neu, ne? Dann mache ich trotzdem jetzt X vorbereiten. Und ja, was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Nehme ich die Säge schon mit? Nehme ich eine Brechstange mit? Ich war da noch nie. Das sind immer zwei Spots, die man halt weglässt, ne? Das ist immer das Doofe. Egal. Ich nehme das jetzt mit. Suchen können, anscheinend ohne Gefahr. Eine Menge Lebensmittel. Nee, die Tankstelle kenne ich ja nicht. Die habe ich noch nicht gehabt im Spiel. Mal erstmal alles einpacken. Oh, voll windig hier.
Waffenteile, das Zeug. Düngemittel. Ohoho, seht ihr, gleich bin ich wieder voll. Dann gucken wir uns erstmal hier komplett weiter um. Ja, Mausi, da musste ich jetzt durchführen. Eine Schaufel habe ich nicht auch noch eingesteckt. Aber das macht nichts. Wir haben Zeit die Nacht. Wir sind eh fast voll. Ja, Katja, es geht auch ohne Schaufel. Fleißige Hände, Arbeit, fleißiger Lohn. Oder irgendwie so einen doofen Spruch gibt es, den Goodie gerade nicht einfällt. Und da, wo er einfach die Klappe halten sollte. So, schauen wir mal, was die gute Katja denn hier alles finden wird. Ja, ich finde die Rucksäcke zu klein. Man muss echt zu viele Nächte immer wieder dasselbe, glaube ich, machen. So ein bisschen schade. Nur so ein bisschen. Na, jetzt sehe ich zu, dass ich hier alles wenigstens freiräume. Mit Brechstange, mit Säge, wie auch immer. Um dann das nächste Mal hier hinzugehen und alles mitnehmen zu können. Und dann haben wir noch die beiden anderen Sachen, wo wir eine Säge brauchen. Also die Nächte sind gefüllt mit Arbeit. Boah, ist echt ein Sturm hier. So, Hase, gleich bist du durch. Gleich hast du es geschafft. Siehst du, ging auch ohne Schaufel. Kann man gut sagen, wenn man sich selber nicht die Hände schmutzig macht. So, da sind wir durch. Oh, ja, das andere Zeug lassen wir erstmal liegen, obwohl das auch alles nicht schlecht war. Aber ja, wir wollen ja. Oh, da sind Geräusche. Ich denke mal, hoffentlich wieder nur Ratten. 6 Zucker. Das war trotzdem erstmal noch liegen. Mal ein bisschen langsamer gehen hier. Unter dem Tisch ist eine Nachricht. Nicht wirklich versteckt, aber sie könnte leicht übersehen werden. Der Handschrift nach zu urteilen muss sie von einer Frau geschrieben worden sein, in aller Eile. Milos, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich konnte nicht länger warten. Ich habe etwas Schmuck in den Büchern versteckt. Suche im Keller nach ihm. Aha. In den Kartons hinter der verriegelten Tür. Benutze ihn. Bleib am Leben, bitte. Gott beschütze dich, es tut mir leid. Oh. So, was haben wir hier noch? Oh, zweimal Medizin. Dann nehme ich mal das eine Holz wieder raus. Dann gucken wir mal hier durch die Tür. Also nur Ratten, wie ich gesagt habe. Und ich zeige hier noch durch. Ja, da ist noch was. Ah ja, auch nochmal. Da kann ich einen mitnehmen, davon auch. Jetzt gehen wir erstmal schnell oben gucken. Oh, ne. Oh, das ist bestimmt Midos. Dieser arme Mann wurde von der Bombardierung erfasst. Was wollte er hier? Wow. Wow, ist hier viel Zeug. Das deckt noch, das hier nicht mehr, ne, oder? Nee. Ach so, halt, jetzt habe ich den wieder gedrückt, da. Ganz viel Holz. Müssen wir leider liegen lassen. Jetzt habe ich gar nicht erst durchgeguckt. Den können wir noch mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Und dann ab in den Keller runter. Ah, da ist die Leiter. Hier geht's runter.
Wow, 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 wow. Haben die hier viel Materialzeug, echt. Oh, hier ist Essen. Da ist Essen. Und hier brauche ich die Säge, die ich zum Glück mitgenommen habe. Sehr schön, dass die Säge gleich einen Sinn hatte. Oh, die Säge geht nur einmal. Oh Mist, was brauche ich, um eine Säge zu bauen? Medikamente nochmal, die lasse ich trotzdem erstmal liegen. Hier kann ich dann Schrotflinten bauen. Munition. Ah, da ist der Schmuck. Ja, wenn ich jetzt nochmal wüsste, was ich nochmal brauchte, um die Säge zu bauen, ist schon wieder blöd, dass das jetzt schon wieder aus dem Kopf raus ist. So. Nee, wo waren die Medikamente? War ich hier in dem Schrank drin? War ja drin? Ja, ne? Hier waren die drin, oder? Nee, da war das drin. Ja, genau, hier sind die Lebensmittel. Die tauschen wir jetzt erstmal ein gegen... Hiervon habe ich momentan genug zu Hause. Gut, dann können wir nämlich zum Ausgang rennen und dann können wir das nächste Mal hier hin ohne Werkzeug und alles andere mitnehmen. Oder halt so viel wie möglich mitnehmen. Also mal gucken, dass wir genug haben, um eine Säge zu bauen. Ich glaube, da brauchte ich diese Waffenteile für, ne? Glaube ich, für die Säge. Ist das jetzt gerade ein bisschen unlogisch mit den Waffenteilen? Aber kann ja gut möglich sein. Müssen wir gleich mal schauen. Ich weiß es gerade so gar nicht. Das heißt, das gucken wir in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, wir haben 18 Minuten rum. Und wie gesagt, das ist jetzt immer momentan der Speicherpunkt. Ja, hier, seht ihr, da hat es gerade oben geblinkt. Wo ich gerade von rede, das ist der Speicherpunkt. Dann haben wir hier gerade gespeichert. Kommen nach Hause. Und sehen mal, was die Nacht hier so passiert ist. Die Nacht war ruhig. Gut. In dem Sinne, hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder probieren, die nächste Säge zu bauen. Wir wissen also, zwei Stück müssen wir noch bauen, weil zweimal haben wir auf alle Fälle noch Dinge im Weg. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte auf jeden Fall den Daumen hoch da und vor allem teilt das Video, damit es gefunden wird. Und wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr hier einfach kein neues Video. Ich sag bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.